Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Februar haben wir den ersten Teil des Antrages mehr Sicherheit für zu Fußgehende und Radfahrende beim Abbiegevorgang von Lkw beschlossen und damit den Weg für ein Mehr an Verkehrssicherheit beschritten. Im Mai teilte uns der Senat mit, dass der Entschließungsantrag zu der entsprechenden Bundesratsinitiative beim Bundesrat eingereicht wurde. Der Antrag wurde im Juni beschlossen. Wir sind also auf einem guten Weg in Richtung verpflichtende Nachrüstung von Abbiegeassistenten für Nutzfahrzeuge. Dieses ist uns besonders wichtig. Ich habe damals in meiner Rede aufgeführt, wie viele Menschen in den letzten Jahren durch Abbiegevorgänge im Straßenverkehr schwer oder sogar tödlich verletzt worden sind. Künftig sollen diese Assistenten mittels Sensoren die Bereiche vor und neben dem Fahrzeug erfassen und den Fahrer beim Anfahren oder während des Abbiegevorgangs warnen, sofern sich ein zu Fußgehender oder Radfahrender dem Fahrzeug nähert. Dieses geschieht über akustische und optische Signale. Mögliche Verhaltensfehler sollen in Zukunft besser angezeigt und vermieden werden. Mit diesem ersten Antrag soll und muss ebenso eine europäische, einheitliche Regelung erreicht werden, die im Sinne des internationalen Wettbewerbes allen Firmen gleichermaßen auferlegt, den elektronischen Abbiegeassistenten einzurichten. Der Fokus des nun vorliegenden Antrages liegt explizit auf den landeseigenen Fuhrpark. Durch ein entsprechendes Maßnahmenpaket soll die Verkehrssicherheit von LKWs im Fuhrpark von Behörden und Landesbetrieben erhöht werden. Wichtig bleibt neben der Nachrüstung und dem Dialog über technische Entwicklungen und Möglichkeiten mit den Fahrzeugherstellern insbesondere auch die Schulung von Berufskraftfahrern. Das Thema Verkehrssicherheit muss regelmäßiger Bestandteil von Schulungen werden. Künftig sollen das Land und die Bezirke zudem bei Ausschreibungen von Leistungen auf die Bereitstellung von Fahrzeugen mit Assistenzsystemen verpflichtend achten. Denn aus unserer Sicht haben nicht nur die Fahrzeughersteller eine Verantwortung gegenüber den Verkehrsteilnehmern, sondern auch die Verwaltung und die landeseigenen Betriebe. Sie können hier in Sachen Verkehrssicherheit mit Vorbildfunktion vorangehen. Die Forderung nach Assistenzsystem reiht sich in unsere Vorhaben gemäß Mobilitätsgesetz ein. Alle Menschen sollen unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel sicher an ihrem Ziel ankommen. Wir wollen, dass sich im Berliner Stadtgebiet keine Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden ereignen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam für die schrittweise flächendeckende Einführung von Assistenzsystemen einsetzen und so für ein deutliches Mehr an Verkehrssicherheit in unserer Stadt sorgen. Herzlichen Dank.